Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So Leute, wir müssten ja das Fleisch sammeln. Und ich habe gerade eben ein Wildschwein erschossen. Ich hoffe mal, dass es genug Fleisch gibt. Und natürlich würde ich mich am Ende der Folge freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ein Like oder auch ein Kommentar. Genau, wenn es euch ein bisschen gefällt. Okay. Grata sagte, ihre Gebetsperlen seien am östlichen Ausblick. Es ist nicht weit okay, von hier. Okay, begib dich zur Spitze des Ausblicks. Kauzige Grata. Schauen wir mal, ob wir gleich hier hoch können. Oh, hier sind ein Haufen Maschinen. Was sind das? Läufer, oder? Läufer, okay. Ziel markieren. Und ich probiere gleich mal... Ach, der bewegt sich jetzt. Ist ein bisschen blöd. Ich habe keine Wahl. Okay, das ging ja nicht ganz gut. Guck mal, ich habe die andere Maschine nicht... Oh, da kommt einer. Kommt der hier hoch? Oh mein Gott, die kommen hier hoch. Oder? Nein, ich glaube, die bleiben unten. Wir machen uns Pfeile. Ah. Ruhig, können die schießen oder was? What the fuck? Okay, die können schießen. Ich wäre auch Glück gedacht, wenn sie nicht schießen können. Wenn ich schon schießen kann, die sind sehr high-tech. Sag ich so mal. Okay. Wir haben aber genug Medizin eigentlich dabei. Es müsste eigentlich locker gehen. Ich schau mal, ob ich das blöde Vieh da hinten... Mein Gott, sind hier viele Viecher. Viecher! Ganz ruhig. Wir nehmen alles mit. Würde ich sagen, ist down. Oh, die sehen uns alle schon wieder hier. Vielleicht können wir uns hier ein bisschen verstecken. Und ich muss Pfeile bauen. Okay, wir sind voll. Lohe. Sammle Lohe von Läufern. Okay. Alter. Boah. Alter. Okay, ich muss was futtern. Okay, wir haben zwei Lohe. Keine Ahnung, was es ist. Lohe. Erstmal ein bisschen Verstecke hier. Herstellen.
Wir haben einen Punkt. Das hört sich gar nicht schlecht an. Kritischer Treffer. Drücke 1, um einen Angriff, der Gegner am Boden stark schädigt. Das lernen wir jetzt gleich mal. Okay. Wie viel Heilung haben wir hier eigentlich noch? Inventar. Rohstoffe. Munition. Okay, wir können modifizieren wieder. Gehen wir mal auf Herstellen. Und wir stellen das her. Abriss. Ne, nicht Abriss. Dann machen wir das ja wieder kaputt, oder? Okay, das lassen wir jetzt nochmal. Oder? Nee, wir können es nicht ausrüsten. Achso, damit können wir die Modifikation wieder rausnehmen, anscheinend. Rohstoffe. Munition. Okay, begib dich zum Ausblick. Müssen wir ein bisschen beeilen, weil ich glaube, dass die relativ schnell wieder spawnen. Deswegen nehmen wir jetzt noch alles mit hier, was geht. ...20% Gesundheit zum Medizinbeutel hinzugefügt. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Okay, und die spawnen schon wieder, sehe ich gerade. Wir gehen mal zurück, würde ich sagen. Echt cool gemacht, dass man hier gleich unterm Kampf sozusagen schon craften kann. Und wir speichern ab. Okay, weiter geht's. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Boah! Alter. Mein Gott. Wie gesagt, die spawnen extrem schnell hier. Okay. Wächterlinse. Mal 1, 3 habe ich anscheinend. Wo muss ich denn hin jetzt? Da war ich doch gerade eben, oder? Läufer. Ach so, okay, das ist ein Läuferareal. Krater mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen.
Okay, wir müssen anscheinend hier hoch. Da müssen wir hoch. Also wie ein Tomb Raider hier. Lara Croft. Lässt grüßen. Wo müssen wir hin? Kommen wir gar nicht hoch? Ach, da ist der Kletterpunkt. Okay. Ich muss darüber irgendwie. Okay. Läuft, würde ich sagen. Hoch hier, komm, Eloy. Beschaffe Gratas Gebetsperlen wieder. Interessant aus. Okay, Gratas Gebetsperlen, Spezial. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Whoa. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist? Okay, da hinten wäre ein Lagerfeuer, glaube ich, oder? Vorsicht da unten! Haupttor. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Da gehen wir jetzt doch mal hin, würde ich sagen. Was immer sie da jagen, es ist wohl schwer zu erlegen. Noch keine Spur von Rost. Es ist zu früh. So, Schnellspeicherung. Okay. Gibt's hier Schnellreisepunkte? Mal schauen. Kann man hier hinreisen? Wegpunkt setzen. Achso, da kann man also nicht hinreisen. Das wäre zu geil gewesen. Wenn man da eine Schnellreise machen könnte. Vielleicht gibt es später im Spiel noch, dass man das noch irgendwie freischaltet. Ich sag mal so, wenn man immer über die ganze Karte reden muss, ist es schon ganz schön weit, sag ich mal. Ziehen ist immer gut. Okay, wir sind im Läufertal wieder. Mal schauen, dass wir schnell durchkommen. Ja, es war klar, dass wir da nicht lang kommen. Kann ich den Stein da hinten hinwerfen? Okay, man kann die also weglocken. Es gibt kein Zurück. Rennt mal da hinten hin, komm.
Kann der Papa hier weitergehen? Okay, der hat die aufgegeben. Muss ich eigentlich hier langkommen? Der geht weg. Muss ich den hier killen? Okay, gehen wir mal weiter. Schnell, Egger, zieh! Wenn die anderen drei auch wieder da sind, wahrscheinlich. Ich kann hier abkürzen, hier lang. Gut, jetzt probieren wir gleich mal aus, ob Aloy schwimmen kann. Okay, Aloy kann schwimmen. Sehr gut. Funktioniert doch schon mal richtig gut eigentlich. So, und ab zu Grata. Hoch. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein bisschen abkürzen. Da, Grata. Allein mit der Urmutter, wie sie es nicht anders kennt. Dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Kannst du was grillen hier? Deine Gebetsperlen habe ich auch, nur verliere sie nicht wieder. Urmutter, jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Erprobung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn die Erprobung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit einem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Leb wohl, Grata. Vorerst. Ich könnte mir auch vorstellen... Mutter, ich will's ja nicht... ...die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie die Prüfung besteht, flüstern wie das Rascheln des Grases mir dein, dass er dann vielleicht auch sagt, ja, sie will den Rost wieder, dass der Rost wieder im Stamm aufgenommen wird, dass sie halt eine Ausgestoßene bleibt. Siehst, könnte ich mir echt gut vorstellen. Die Perlen durch das viele Wenden geworden sind. Als sie neu waren, betete ich für die Alten. Doch jetzt sind sie so alt wie ich und ich bete für die Jungen. Könnte ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht sagt, ja, sie will, dass der Rost wieder aufgenommen wird im Stamm, weil ich meine, der hat ja auch, ein ganz schönes Opfer gebracht, indem er mich aufgezogen hat, also die Aloy. Und dass sie ihm das so dankt, dass er dann wieder aufgenommen wird. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen uns das dann in der nächsten Folge an. Also in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich noch nicht so weit sein. Aber in der nächsten Folge geht es dann weiter mit die Spitze des Speers. Bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da oder auch ein Like. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao, euer Andi.